fällt mir noch eine Challenge ein von dem Christoph. Schnorre ist 58. Was man sieht, ich möchte euch meine EDC-Taschenlampe vorstellen. Das ist so eine Glow-in-the-Dark nachphosphorierende Dynamo-Solarzellen-Taschenlampe. Und ich habe die jetzt nicht extra beleuchtet. Ich schalte sie mal an. Also die gibt gut Licht als EDC-Licht. Ist wirklich nicht schlecht. Leuchtet halt nach. Robitec. Das sehen wir dann auch mal Chrome schalten. Robitec. Schlecht sehen. So in etwa. Jo, also in diesem Sinne, wie Christoph, das war gleichzeitig eine Antwort an deine Challenge ein. Also das ist mein Ausrüstungsgegenstand, absolut ausreichend für EDC-Funktionen.